In diesem Video möchte ich euch gerne etwas über die Urgemeinde in Jerusalem erzählen. Nach dem großen Big Bang, nach Pfingsten, ging es dann so richtig los. Die Gemeinde wächst, die Leute, die dort vor Ort sind, müssen versorgt werden. Wenn du in die Apostelgeschichte reinschaust, sind vier Dinge auffällig, wie Menschen Christen werden, wie Menschen zu Jesus Nachfolger werden. Das erste, das erwähnt wird in der Apostelgeschichte, ist die Umkehr zu Gott. Das zweite ist der Glaube, dass Jesus der Messias ist. Das dritte, das auffällt, ist die Wassertaufe. Menschen lassen sich taufen. Und das vierte ist die Taufe im Heiligen Geist. Diese vier Dinge gehören zu dem, was man gemeinhin die christliche Initiation sagt. Und zusammen wirken sie dazu, dass wir im Himmel, für den Himmel, für die Ewigkeit gerettet sind, aber auch ausgestattet sind, in diesem Sinne gerettet sind für das Leben in dieser Welt. Über die Urgemeinde in Jerusalem in Apostelgeschichte Folgendes nachlesen, dass sie gemeinsam blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Gebet und es gab Zeichen und Wunder. Es heißt da auch sehr schön bei Luther, sie trafen sich hin und her in den Häusern. Sie werden gemeinsame Mahlzeiten gehabt haben, vielleicht das, was wir Agape oder Liebesmahl nennen oder tatsächlich das Abendmahl auch gefeiert haben, wahrscheinlich alles drei. Und es gab eben Gespräche in den Privathäusern und gemeinsame Gebetsversammlungen, natürlich draußen in der Öffentlichkeit. In Apostelgeschichte 6 erfahren wir etwas über die Zusammensetzung der Urgemeinde. Da gibt es also die Leute, die in Judäa, Samaria und Galiläa als Juden gelebt haben. Das sind die 12 Apostel und die Gruppe, die sich dann die Hebräer. Und dann gab es noch die sogenannten Griechen, das waren Diaspora-Juden, die nicht in Judäa, Samaria und Galiläa gewohnt haben, sondern außerhalb beheimatet waren, zu den Pilgerfesten hingekommen sind. Und dann auch da geblieben sind, offensichtlich dann, nachdem sie sich bekehrt haben. Unter anderem Stephanus und seine 6 Freunde, die Sprecher oder Leiter dieser griechisch sprechenden Fraktion waren, oder der Diaspora Juden, und die genauso in der Kraft des Heiligen Geistes dienen. Das Interessante hier ist, wie wird ein Konflikt gelöst? Es geht um die Versorgung der Witwen. Es gab ja kein soziales Netz in keiner Form. Man war also auf die Hilfe von anderen Nachbarn und Leuten aus der Kommunität, aus der Gemeinde angewiesen. Und das gab richtig Zoff und das war natürlich auch existenziell für manche, wenn sie eben von der Versorgung abgeschnitten werden. Hier siehst du schon, das ist eine erste Spannung, Problematik gibt in der Frage, sie hatten alles gemeinsam und lebten harmonisch zueinander. Also in Apostelgeschichte 6 ist es erstmal alles andere als harmonisch. Worauf ich aber hinaus will, ist die Konfliktlösung. Und da können wir uns vielleicht auch ein Beispiel nehmen, insofern, als die Gemeindeleitung eigentlich sagt, passt auf, also die Gemeindeleitung meine ich jetzt die Apostel, die sagen, löst ihr das Problem bitte. Wählt euch Leiter, die euch vertreten. Und das finde ich extrem spannend, weil das ist sehr basisdemokratisch. Und es werden die Kriterien gegeben, was diese Leiter auszeichnen soll. Und ihr Lieben, das sind ja heute auch noch wichtige Kriterien, oder nicht, für Leiterschaft. Einmal die Botschaft von Jesus Christus und dann ihre beispielhafte Umsetzung im alltäglichen Leben, die diesem neuen Glauben Ausstrahlungskraft und Attraktivität verliehen haben. Ganz normale Leute haben also ihren Glauben im Alltag gelebt. Wir wissen natürlich nicht, was jeder Einzelne gedacht hat, als er Christ wurde, aber wir können Gründe erkennen, warum der christliche Glaube für viele etwas Besonderes war und sie angesprochen hat. Die ersten Christen hatten keine besonderen Missionsorganisationen oder strategische Pläne, höchstwahrscheinlich nicht. Das geistliche Leben in den neu gegründeten Gemeinden war für viele interessant und anziehend. Und dabei versuchten die ersten Christen eben,
als ganz normale Leute im Alltag, in ihrer Umgebung, das auszuleben, was sie in der Bibel und in den Evangelien lasen. Die ersten Christen waren begeistert und lebten von der Kraft und der Liebe Gottes. Und das war ihnen offenbar anzumerken und übertrug sich auf die Mitmenschen. Zum Beispiel war es in den ersten Jahrhunderten für Christen normal, für Kranke zu beten, mit Gottes übernatürlicher Hilfe zu rechnen oder die Menschen, die in Armut lebten, finanziell zu unterstützen. Viele versuchten einfach nur Salz der Erde oder Licht der Welt zu sein, wie Jesus in der Bibel einmal gesagt hatte. Und dazu musste man eben kein wortgewandter Prediger sein. Unter Christen war es normal, einander zu helfen und füreinander zu sorgen. Das musste schon deshalb faszinierend wirken, weil diese Dinge in der heidnischen Umwelt in diesem Ausmaß nicht bekannt waren. Nächstenliebe, so hat es jemand mal formuliert, ist eine Erfindung der Christen. Auch die Lehre musste ja attraktiv sein. Und es scheint so zu sein, dass die christliche Botschaft und die Lehren des Christentums Anziehungskraft hatten. Die ersten Christen und die frühe Kirche, das war eine ziemlich bunt gemischte Truppe. Und manchmal stimmten selbst bei den Christen im Hinblick auf die Beseitigung der sozialen Unterschiede die Idealvorstellungen und die Wirklichkeit nicht immer überein. Aber soweit wir wissen, irritierte das die Zeitgenossen kaum. Viele ließen sich noch immer von der Botschaft des Evangeliums überzeugen. Das Evangelium passte in seiner radikalen Andersartigkeit gar nicht in die religiöse Landschaft und war wohl gerade deshalb attraktiv. Nicht der einzelne Mensch musste sich durch ausgeklügelte Übungen zu einem Gott emporschwingen oder diesen durch Opfer besänftigen, sondern Gott selbst kam in seinem Sohn Jesus Christus zu den Menschen herab, um ihre Schuld zu überwinden und ewige Erlösung zu bringen. Jesus Christus stirbt für die Menschen, wird von den Toten auferweckt, in den Himmel erhoben und kündigt seine Wiederkunft an. Das war eine unerhörte Botschaft, die man tatsächlich nur als Skandal bezeichnen kann. Der christliche Glaube hatte etwas Demokratisches, denn er war ja für alle Menschen da, egal welcher Rasse, Klasse, Hautfarbe oder welchen Geschlechts oder Alters. Das war neu. Neu war auch der positive Blick in die Zukunft. Menschen bekamen Hoffnung. Denn durch dieses Angebot Jesu war ein Triumph nicht nur über die Sünde, sondern vor allem auch über den Tod möglich. Das konnten die Zeitgenossen gut beobachten, waren doch kirchliche Bestattungen trotz aller Trauer von der Vorfreude auf das ewige Leben geprägt. Damit vertröstete man sich aber nicht nur auf das Jenseits, auf eine bessere Welt, sondern schon hier und jetzt half man sich gegenseitig und sammelte auch für die, die nicht zur Gemeinde gehörten. Fleißig trugen viele Christen ihre Almosen zusammen und halfen den Armen. Das war für manchen vielleicht auch eine Versuchung. In erster Linie jedoch wurde der Reichtum weitergegeben und so breit umverteilt, dass möglichst alle bedürftigen Gemeindemitglieder versorgt waren. Auf die Dauer hatten die heidnischen Kulte dem nichts entgegenzusetzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Anschauen der anderen Videos.